Ich bin gerade auf dem Weg in den Schrebergarten. Es hat ordentlich geschüttet. Der langersehnte Regen nach Wochen. Ich bin jetzt auch gleich schon da. Ist nicht mehr weit. Ich kann es schon sehen. Und ich bin gespannt, was sich alles so im Garten tut. Der wird sich gefreut haben über so viel Regen. Und ja, schauen wir einfach mal zusammen nach. Gleich hier vorne, da hat sich was getan, ist ein bisschen was aufgegangen. Müsste Mohn sein, oder? Vertue ich mich da? Sieht auf jeden Fall wie Mohn aus. Hinten sehe ich auch ganz viel Rot. Da hinten in der Ecke, schauen wir mal nach. Oh ja, aber lassen schon die Blätter hängen. Mal gucken, ob sich das noch erholt. In meinem Unkrautgarten. Voll schön, Topinambur wächst hier. Die werden auch riesig. Selbst auf dem Weg. Ah, hier ist der Zucchini drin und sieht aus, als hätte alle Ärmchen rausgestreckt, um den Regen aufzufangen. Dem tat das wohl gut. Sieht voll gesund aus. Bin ich auch sehr happy drüber. Habe übrigens ein neues Beet angelegt, ohne Video. Da sind die nächsten Kartoffeln reingekommen. Wieder 10 an der Zahl. Bin gespannt, wie sich das hier verhält. Ich habe mich auch ein bisschen belesen, was Kartoffeln angeht in Verbindung mit Quäke, weil das ja hier alles Quäke ist. Und ja, Kartoffeln sollen die wohl vertreiben. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich mache heute übrigens auch ganz viel ohne Stativ. Versuche nicht so viel zu wackeln. Ist heute mal ein bisschen anderes Video. Auch die Zucchinis hier bei König Kürbis und am Apfelbaum. Denen geht's gut, allerdings König Kürbis selber mag es wohl nicht so, wie es jetzt gerade ist. Keine Ahnung, ob da noch was kommt. Ich werde es beobachten, aber ja, ich werde ganz viel Liebe reinstecken und hoffe einfach, dass das klappt. Hat mich so viel hier schon überrascht. Und selbst wenn der jetzt nichts wird, war es eine Erfahrung wert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich direkt selber dran schuld bin oder was auch immer die Ursache ist dafür, dass er die Löffel hängen lässt. Dann beim Rucola. Rucola selber wird sehr schwer, der geht in alle Richtungen. Übrigens sehr cool, wie intensiv hier die Samen da drin riechen. Also ich habe das gestern mal aufgemacht, mache ich jetzt nicht nochmal. Und das fand ich sehr interessant. Rucola an sich ist nicht mehr so kräftig. Wo auch immer Blätter zu finden sind, die sind durch. Dann habe ich... Oh, Sonne kommt. Schön. Dann habe ich hier überentdeckt. Endlich kommt der Koriander. Ich freue mich da sehr dran. Hier, da wird immer größer, weil ich liebe Koriander. Koriander ist super gesund. Ich mache ab und zu mal so Richtung chinesisches Essen. Und ich bin sehr happy, weil das gehört da für mich rein. Gerade so Thai Curry oder solche Sachen. Sehr, sehr lecker. Erdbeeren haben auch ihren Platz angenommen, auf jeden Fall. Da ist schon die erste Erdbeere beim Garten zu erkennen, sehr witzig. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch größer wird oder so, aber spielt keine Rolle. Ich weiß, ich kann davon Ableger ziehen und das werde ich dann auch machen, wenn es soweit ist. Ja, warte ich einfach mal ab, wie sich das entwickelt. Ich bin ja auch noch ganz geduldig, was die Sonnenblumen angeht. Nicht nur die Sonnenblumen an sich, die werden echt riesig. So, Thomas hat mir gerade die Aufnahme versaut. Ich versuche es nochmal. Also die Sonnenblume, die sind schon riesig. Die sind mindestens schon 60, 70 cm müssen das auch schon sein. Groß, ich freue mich. Und ab und zu mal Wasser mögen die bestimmt auch. Von daher, ersoffen sind sie noch nicht. Dann wachsen natürlich überall zwischendurch alle möglichen Sachen. Auch jede Menge Unkraut. Ich bin noch ganz geduldig, was die Schmetterlingspflanzen angeht. Ein paar sind schon zu erkennen. Aber Schmetterlinge haben sich noch nicht so viele blicken lassen. Allerdings schon ein paar und mehr als im Ursprung. Kartoffeln wachsen. Da freue ich mich echt drauf. Ich bin froh, dass ich dann doch noch welche
in den Boden gebracht habe und letztendlich jetzt, wie vorhin schon erwähnt, im Hügel die nächsten drin habe, dass ich so eine Art Kreislauf habe. Das werde ich auch weiter verfolgen und irgendwo an irgendeiner Stelle kommen dann nochmal welche hin, dass ich so drei Stellen habe, wo ich dann immer hin und her tausche und ernten kann. Ja, ich bin jetzt nochmal bei den Tomatenpflanzen. Ihr kennt das ja. Ich hatte allerdings ja Sorge um meine Gurke da hinten. Aber sie sieht toll aus. Ich hatte ja unten ein bisschen angeknackst beim Ranziehen hier an die Rankhilfe. Aber wie ihr seht, der geht's gut. Ich bin total begeistert. Und jetzt werde ich euch noch was verraten. Und zwar gibt's ein paar Möglichkeiten, ja, Tomaten ranken zu lassen. Ich weiß auch nicht, ob ich mit meiner richtig liege. Vielleicht ist es auch nicht gut für die Pflanze, aber bisher funktioniert es. Und zwar habe ich dieses Tomatenhakensystem ein bisschen umgewandelt und habe eine Führung gemacht. Ich zeige euch das mal. Da könnt ihr das sehen. Ich habe das unten rumgewickelt, wie man das so kennt, und habe das hier rübergeführt. Und die Schraube zieht das automatisch runter, ohne zu schwer zu sein. Ich habe da ein bisschen aufs Gewicht geachtet und zieht das dann immer nach. Ich denke mal, wenn man dann die Pflanze größer und größer hat und mehr Gegengewicht braucht, kann man dann auf die Schraube ein paar Muttern ziehen und das Gewicht wieder ausgleichen. Ich werde euch weiter berichten, wie sich das entwickelt. Hier habe ich das auch gemacht. Man könnte wahrscheinlich noch das Ding was ganz nach unten festmachen. Ich glaube, es ist sinnvoller, meine Bänder und Schnüre, wie auch immer, die waren noch nicht lang genug. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen. Vorteil natürlich, das zieht sich automatisch nach. Man muss nur irgendwann, aber ich denke, der Zeitraum ist dann viel größer, bis man dabei muss, dann halt ein paar Muttern nachziehen. Ich werde das mal beobachten und euch davon berichten. Bin gespannt, wie sich das entwickelt und ob das überhaupt funktioniert. Die Tomate hier vorne, die will auch ganz woanders hin. Aber die ist hier so, generell so ein bisschen zum Experimentieren. Ich habe noch 15 Tomatenpflanzen mehr. Schwarze Tomaten wären das. Spanische Sorte habe ich mir sagen lassen. Namen leider unbekannt. Vielleicht war es jetzt einer von euch. Vielleicht gibt es auch so viele, dass das keiner weiß. Und das wird man dann halt später sehen, wenn ich ernte. Wenn es soweit kommt natürlich. Ich zeige euch die Tomatenpflanzen mal. Ja, die habe ich hier in meinem Pavillon und die warten natürlich dann irgendwann mal eingepflanzt zu werden. Ein paar Spinnen sind drin. Ich werde mich da auf jeden Fall zeitnah darum kümmern, dass sie ihr Plätzchen kriegen. Vielleicht gebe ich noch ein paar weg. Sind Bio-Tomatenpflanzen. Vielen Dank an den Herbert. Der hat mir ja auch schon andere Pflanzen zukommen lassen. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt. Auch die Zucchinis beim König Kürbis oder neben dem Mini-Gewächshaus der Kasten für die Zucchini. Und ja, ich schaue einfach mal, wie das alles so wird und bin auf jeden Fall schon voll begeistert, so viele Pflanzen in meinem Garten zu haben. Ich hatte ursprünglich nicht so viel vor dieses erste Jahr, aber ja, ist doch schön, wenn sich das entwickelt. Dinge können sich auch ändern. Und ich bin auf jeden Fall total happy. Ich möchte diese hier auf jeden Fall nicht mehr so lang werden lassen, weil die auch irgendwann umknicken können. Und ich hoffe, dass sich das noch ausgeht und ich die vorher auf jeden Fall in den Boden kriege. Ich bin auf jeden Fall begeistert, wie das hier wächst. Schau mal, wie sich das weiterentwickelt und werde euch berichten, meine Erfahrung mit dieser Variante des Anhakens, kann man ja nicht sagen. Wie sagt man dazu? Wenn euch dazu was einfällt, dürft ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich kam auch gestern in den Genuss, den süßen kleinen geschlüpften Blaumeisen zuzugucken. Das war hier die Gegend. Ein paar Aufnahmen hab ich gemacht. Wenn da was Brauchbares bei war, dann schmeiße ich die jetzt mal rein. Aber es ist recht schwierig, die aufs Bild zu kriegen, weil man natürlich nicht so nah rankommt. Aber ein bisschen hören, ein bisschen hüpfen und so ist bestimmt drin. Auch wenn es nur ein Moment ist, wisst ihr dann, wovon ich rede. Ich habe das auf jeden Fall sehr genossen gestern. Hier ist alles nass. Ich muss mich auch noch um Hängematte und Schaukel kümmern. Das darf natürlich nicht immer nass werden. Da war aber jetzt wochenlang keinen Regen hatten, ist das natürlich eine Geschichte. Na, jetzt kommt hier aber viel Wasser runter. Mehrere Wochen, viele Wochen keinen Regen hatten, wenn er jetzt maximal einmal getröpfelt oder zweimal. Und
Deswegen werde ich mich da dann demnächst drum kümmern. Aber es ist so schön hier hinten, total Relax-Zone, Chill-Ecke. Und ich habe hier jetzt zuletzt ja gar nicht weitergemacht. Das geht aber irgendwann dann auch noch weiter wieder. Ich gehe mal davon aus, dass meine Johannisbeeren Opfer von Vögeln geworden sind, weil da ist nur so wenig dran, aber gönnt euch, dann ist das dieses Jahr so. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Vielleicht bleibt minimale Ernte noch für mich übrig oder irgendwas zum Naschen. Ich habe schon ein bisschen genascht. Art, du weißt das, die sind sauer, genauso wie die Stachelbeeren. Braucht natürlich alles noch Zeit. Und ja, aber ansonsten ist es schön, den hier zu haben. Also ich erfreue mich dran und ja, warte einfach mal ab. Ich werde den dieses Jahr ansonsten in Ruhe lassen. Vielleicht später im Jahresverlauf, da muss ich mich nochmal belesen, begucken bei YouTube. Hab da schon ein paar Videos zu gesehen, wie man da auf verschiedene Arten mit umgehen kann. Und das werde ich auf jeden Fall irgendwann halt machen. Vielleicht habt ihr das nebenbei schon gesehen. Hier habe ich die weitere Erde hergeholt für den, ja, für den Kartoffelhügel. Und Kartoffelwall, wie man es auch nennen möchte. Kartoffelhügel finde ich ganz gut. Ja, und bin auf ein paar Schätze gestoßen, was natürlich beim Buddeln dann echt negativ ist, aber ja, nützt ja nichts. Da kamen ein paar Leute auf die glorreiche Idee, alles natürlich in den Boden zu schmeißen. Man sieht es ja nicht mehr, dann ist es weg, ich habe Ruhe. Jetzt habe ich die Arbeit davon. Ich kam da mit der Schaufel nicht durch, durfte jeden Stein einzeln rauspopeln. Aber so ist das, das gehört jetzt dazu. Aber ich kann jetzt hier schon besser durchlaufen. Da hinten sind auch ein paar Steinchen. Kommen auch alle raus. Ein bisschen was lässt sich wieder verwenden. Ja, dann hat dieses Teil nochmal in meinen Garten gefunden. Da wurde mir Bescheid gesagt. Ich habe mich gefreut. Ziemlich leicht. Ich weiß nicht, ob das Aluminium ist. Oh, wie eine Klangschale. Mal gucken, wie sich das anhört, wenn ich das Handy da drin lasse. Das ist ja witzig. Vielleicht werde ich den Ton mal zweckentfremden für meine Videos. Mal gucken. Triggert mich auf jeden Fall kreativ an. Ansonsten sieht das Ding aus wie ein riesen Jojo oder diese Dinger mit diesen zwei Stöcken, Band in der Mitte, die man dann immer hochschmeißen kann. Sehr interessant. Wird wahrscheinlich, ich sag mal, vom Gleichgewicht nicht so ausgeglichen sein, aber es ist gerade auch nur ein Gedankenspiel, ist natürlich überhaupt nicht wichtig. Vielleicht weiß das einer, warum der Apfelbaum die ganz kleinen Äpfel alle abstößt. Die fallen hier schon seit einigen Tagen vom Baum runter. Ist natürlich super Dünger hier, denke ich mit der Zeit. Aber ja, den Grund dafür kenne ich nicht. Ich zeige euch das nochmal am Baum. Die sind natürlich alle viel, viel größer. Ja, und dann immer, wenn irgendwo kleine zwischen waren, die sind alle runtergefallen. Was hat das auf sich, wenn das einer weiß? Ah, das nochmal. Da könnt ihr das sehen. Übrigens, vielen Dank für die Kommentare. Ihr helft mir immer super weiter. Das ist die Moment-Apfel-Gespinst-Motte, die hier ist. Und die macht ganz sagenhafte Naturschauspiele und selbst wenn es den ganzen Baum einnimmt, ich werde mich nicht ärgern. Einmal für dieses Spektakel wäre es echt eine Sache, die es wert wäre für mich, ja, halt nicht zu bekämpfen. Also das Tier wird nachher auch sehr schön. Die Raupen und dieses Genetz ist natürlich ein bisschen Halloween-like. Und wenn es nachher fertig ist, definitiv Halloween. Deswegen habe ich hier unterm Apfelbaum auch den Halloween-Kürbis untergebracht. Den habe ich auch auf dem Sperrmüll gefunden. Fand den ganz witzig. Voll schön, Frauenmantel, hat natürlich ein bisschen Dreck abgekriegt durch die Arbeiten hier, aber ach, diese Tropfen und das sieht einfach nur schön aus. Schönen Gruß an meine Schwester, die hat mich ja ursprünglich drauf gebracht, habe ich ja im anderen Video schon erwähnt. Auf dem Weg hierher habe ich noch ein paar Aufnahmen gemacht aus einem Garten, das spiele ich euch jetzt kurz mal rein. Das sieht natürlich da nochmal viel schöner aus, wenn da so viele sind. Deswegen, ich werde hier auf jeden Fall Frauenmantel im Garten lassen. Soll übrigens, by the way, auch gegen Menstruationsschmerzen helfen. Keine Ahnung, was da dran ist. Ich habe es gelesen. Und vielleicht gibt es Frauen unter euch, die darunter leiden. Und probiert das auch einfach mal aus. Oder beziehungsweise belest euch da mal, ob das vielleicht was für euch sein könnte. Eigentlich nicht mein Gebiet, ich weiß, aber das kam mir gerade in den Kopf.
Die Hummeln sind ganz aktiv. Dann gibt es noch was zu sagen zur Kamille. Und zwar gibt es da ganz viele verschiedene Sorten. Dies könnte eine sein, die geringgiftig ist. Deswegen Kamille nicht gleich Kamille. Und da werde ich mich auch noch mal ein bisschen schlau machen, was ich dann letztendlich hier im Garten habe. Auf jeden Fall einen großen Dank an den Tim, der mir auch mit der Lupine weitergeholfen hat. Im Privaten habe ich da gleich eine WhatsApp-Nachricht gekriegt mit den wichtigen Infos. Vielen Dank an dich, Tim. Die andere rote Beete hat da auch ein bisschen die Löffel hängen lassen. Die sind alle wieder knackig. Ein paar Schnecken erfreuen sich auch dran, kann ich aber mit leben. Ach, hier Zucchini, auch lange nicht mehr gezeigt, glaube ich. Der geht's dann auch gut. Voll schön. Oh, hat ein bisschen verloren. Ja, ist so, kann ich auch mit leben. Ich glaube, ich muss das mal aufpulen. Denn drin. Ja. Ich habe das mal auseinandergepflückt, da dürfen sich noch ein paar Bienen und Hummeln dran erfreuen. Das lege ich jetzt hier einfach mal hin. Vielleicht findet irgendein Tier das. So, ich hoffe, dieser kleine zusätzliche Rundgang hat euch gefallen. Es riecht hier so wundervoll nach dem Regen. Ich habe das echt genossen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Bis zum nächsten Mal, euer Lars.